Ganze 59% der Tschechen sind konfessionslos, was im Vergleich zu beispielsweise Deutschland schon eine respektable Hausnummer ist. Hier sind es nämlich nur etwa 35% der Bevölkerung. So befindet sich in der tschechischen Ortschaft Sedlec auch eine ziemlich unchristliche Kirche, in welcher die Knochen von ca. 10.000 Menschen zu Dekorations- und Einrichtungsgegenständen verarbeitet wurden. Und gehuldigt wird in dieser auch nicht irgendeiner erbärmlichen Gottheit, wie etwa Jehova, sondern der kosmischen Entität Cthulhu. Die Partei für Europa reicht's.